Hallo, ich bin der Sänger von Keimzeit Norbert Leisegang und wir stehen heute hier in Wernigerode auf dem Schlosshof. Und Keimzeit spielt, das ist das Wichtigste, was ich eigentlich sagen will heute, am 8. Oktober im Marstall hier in Wernigerode. Und wir werden 40 Jahre Keimzeit spielen, das heißt, diese Band ist seit 40 Jahren auf der Bühne und das 20. Mal, so wie ich hörte, auch in Wernigerode. Zur Geschichte von Keimzeit vielleicht die paar Sätze. Es gab 82 eine Union von Freunden und Geschwistern, die da meinte, wir könnten Musik machen, uns auf die Bühne stellen und haben das getan, haben uns dann Keimzeit genannt und haben gemerkt, dass wir als Band ganz gut funktionieren. Also der Geschwisterreigen aus 4 Geschwistern hatte sich erweitert durch Ulle Sende, Ralf Bentsche und Matthias Opitz als Freunde. Und dann haben wir die 80er mehr oder weniger auf den Konzertbühnen verbracht. Mit den 90ern kamen dann die Alben von Keimzeit hinzu. Wir hatten dann die Ehre und das Vergnügen, unsere ersten Alben aufnehmen zu können. Irrenhaus, Kapitel 11 und nachher auch Bunte Scherben, wo dann auch möglicherweise bekannt der Song Kling Klang mit dabei war. Und dann haben wir in den 90ern auch schon begonnen, hier in Wernigerode die ersten Konzerte zu spielen. Da hatte uns der Club Artischocke eingeladen und sprichwörtlich mit dem Chef des Vereins, Rainer Hochmuth, hatten wir dann hier in Wernigerode einen festen Partner, der für eine Band wie Keimzeit immer wichtig ist vor Ort, der uns einlädt und der dafür sorgt, dass die Veranstaltungen, also Konzerte hier stattfinden können. Ja, so viel zur Geschichte, dann waren die 90er durch, auch in den Nullerjahren hat es Beständigkeit gezeigt und jetzt sind wir 2022 und wie gesagt am 8. Oktober um 20 Uhr Marschall wieder zugegen und freuen uns natürlich 40 Jahre Keimzeit, also nicht nur die Songs, sondern auch die Zeit passieren zu lassen. Also wir sind in den 80ern groß geworden, da hört man natürlich auch eine ganze Menge an Songwriter. Und dann mittlerweile bin ich 62 Jahre alt und sehe oder schreibe die Songs, so wie ich die Welt sehe. Und da gibt es aktuell ein Album von uns, das heißt Kein Fiasko. Das läuft darauf hinaus zum großen Teil, dass bestimmte Erhitztheiten in gesellschaftlichen, in persönlichen, freundschaftlichen Kreisen sehr, sehr oft hochgekocht werden, aber die können wir doch relativieren. Das hat meine Erfahrung in den 60 Jahren oft gezeigt. Unter anderem haben wir da Songs mit drauf auf dem neuen Album, wo wir den Leuten danken wollen, die sich dafür verantwortlich zeigen, dass so eine Veranstaltung läuft. Bis hin zu den Garderobieren, bis hin zu den Leuten, die hinterm Tresen stehen, bis hin zu den Leuten, die an der Technik arbeiten oder eben wie Rainer Hochmuth organisatorisch hier wirksam werden. Und dieser Song heißt Mädchen für alles. Das werden wir natürlich auch am 8. Oktober hier im Marstall in Wernigerode spielen. Ja, die Frage war, weshalb spielt Keimzeit schon in den letzten Jahren oder über Jahre hinweg immer genau im Zeitraum des Harzbezirkslaufs im Marstall hier in Wernigerode? Und dazu, um den Hintergrund zu erfahren, möchte ich mal den Veranstalter hier in Wernigerode, Rainer Hochmuth, vor die Kamera bitten, um da etwas dazu zu sagen. Rainer, tritt näher. Gerne. Ja, um auf die Frage zu antworten, also wir haben ja mit Keimzeit, wie gesagt, 1991 angefangen. Es war ein Februartermin. So ging das dann auch über die Jahre weiter in den 90ern. Meistens war es Februar oder bis Mai in das Frühjahr hinein. Die Locations haben sich geändert. Wir haben angefangen im Stadtgarten, über das Gasthaus zum Salzbergtal, dann waren wir zwischendurch auch mal im Kick und sind dann irgendwie dann doch beim Fürstlichen Marstall gelandet, der ja 2012 eröffnet hat und eine super Location für ein Konzert von Keimzeit ist einfach mal.
Und diese Herbstgeschichten haben sich irgendwann mal ergeben. Wir haben einen Termin im Oktober gesucht und den auch gefunden. Ich habe dann aber auch hinterher erst gemerkt, da ist der Harzgebirgslauf. Naja, da haben wir beim ersten Gig, glaube ich, da auch schon mal ein bisschen Werbung gemacht beim Harzgebirgslauf. Und siehe da, es sind auch nach dem Lauf leicht erschöpft, aber immerhin guter Laune noch Leute gekommen, die deswegen extra zum Keimzeit-Konzert in den Marstall gekommen sind. Jetzt sind wir dabei geblieben. Also wie Rainer gerade sagte, spielten wir im Kick hier in Wernigerode in den 90ern und da hatten wir dann auch noch Bläser mit dabei. Das heißt, ein Trompeter, ein Saxophonisten, natürlich Ralf Benschuh und Ralf Zickerig als Posaunisten. Und das Konzert sollte starten. Wir sind relativ pünktlich auf der Bühne gewesen, aber es fehlte der Posaunist. Und wir guckten uns alle an und wussten nicht, wo er abgeblieben war und spielten erstmal los. Und nach einer halben Stunde kam plötzlich Ralf Zickerig, der Posaunist, auf die Bühne. Bleich vor, erschütternd im Gesicht. Und dann haben wir irgendwann erfahren, Ralf Zickerig hatte sich im Kick verirrt und war dann irgendwo in verschlossenen Räumen gelandet, aus denen er nicht wieder rauskam. Es gab noch kein tragbares Telefon, also er hatte keins, insofern musste er warten, bis zufällig jemand von außen reinkam und ihm die Tür öffnete. Na gut, und dann haben wir alle darauf hinterher einen getrunken und haben gesagt, so kann es passieren. Gut, also Keimzeit spielt erstmal am 8. Oktober 2022 hier in Wernigerode. Wie sieht die Zukunft von Keimzeit aus? Da wäre ich oft wortkarg, denn erstmal sehe ich 40 Jahre Keimzeit als Geschenk. Das kann man nicht grundsätzlich erwarten, wenn man mit einer Band 1982 startet. Da gibt es ja immer eine Bandchemie, da gibt es Leute, die gerne dazukommen oder sagen wir mal auch sie wieder abspalten. Das hatten wir bei Keimzeit durch. Und wir sind 2022 immer noch auf der Bühne. Das ist erstmal die gute Nachricht. Und in dem Blick in die Zukunft, wie gesagt, da wäre ich selbst ziemlich wortkarg. Ich weiß es selber nicht genau, wo es hinführt. Ich bin guter Hoffnung, dass Keimzeit auch in den nächsten 10 Jahren, schätze ich mal noch, tolle Alben aufnehmen wird, tolle Konzerte spielen kann. Und wenn uns dann ein Publikum geneigt bleibt und zu den Konzerten kommt, dann freuen wir uns natürlich darüber. Und nicht zuletzt, also ich habe erwähnt, dass die Veranstalter, das Management, dass auch die Techniker und viele, die in der Peripherie einer Veranstaltung arbeiten, sehr, sehr wichtig sind und nicht zuletzt allerdings ist das Publikum sehr wichtig und insofern sind wir froh, dass es immer wieder auch Leute gibt, die zu uns in den Konzerten kommen und wir bleiben dem Publikum auf jeden Fall treu.